Schönen guten Morgen. Nach der Wiederaufnahme der Kämpfe im Gazastreifen bekräftigt Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Ziele Israels. Und wir schauen mal auf eben das Ziel. Das ist der Gazastreifen bzw. die Zentren der Terrororganisation Hamas, die also seit dem frühen Morgen seit 6 Uhr umgehend wieder angegriffen werden, zu Boden und aus der Luft, wie es heißt. Und wir wollen mal schauen, und zwar zu Tatjana Ohm, die ist in Sderot am Rande des Gazastreifens, also in Israel. Worauf konzentrieren, gibt es darüber Informationen, worauf konzentrieren sich denn die Angriffe im Gazastreifen aktuell? Guten Morgen nach Berlin, Thomas. Noch nicht ganz in Sderot. Wir sind auf dem Weg dorthin, einige Kilometer noch entfernt. Und als wir gerade eben hier angehalten haben, bevor ich deine Frage beantworte, nur kurz diese Situationsbeschreibung, haben wir deutlich über uns in der Luft den Iron Dome hören können, der offenbar Raketen abgefangen hat, die vom Gazastreifen gekommen sind. Diese von der Hamas abgefeuerten Raketen in den frühen Morgenstunden waren dann eben auch der Grund, dass die israelische Seite gesagt hat, okay, dann hat es sich jetzt mit der Waffenruhe. Wir müssen uns jetzt dann auch wieder verteidigen. Und genau das passiert. Zum einen eben, ihr habt das eben schon gesagt, aus der Luft, aber auch am Boden, Artilleriefeuer ganz offenbar, das auch schon wieder eingesetzt wird. Was sind die Ziele? Natürlich weiterhin die Infrastruktur der Hamas. Es ist ja nicht so, als wenn man damit in Anführungsstrichen gesetzt fertig gewesen wäre, vergangenen Freitagmorgen, als diese Waffenruhe begonnen hat. Das heißt, die Kämpfe gehen jetzt also weiter und wir bekommen auch die ganze Zeit über nach wie vor die Alarmmeldungen für all die Regionen östlich des Gazastreifens, für all die Kibbuze, die dort sind, wo es eben offenbar die Gefahr von Raketeneinschlägen durch die Hamas gibt. Tatjana, eins der Ziele, die Benjamin Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, noch mal formuliert hat, ist die Befreiung der Geiseln. Aber Freilassung jetzt zumindest über diesen Deal Waffenruhe gegen Geiseln wird es ja wohl dann jetzt erstmal nicht mehr geben. Oder wie schätzt du das ein? Also ich würde mal sagen, zumindest heute kann ich mir das eigentlich so gut wie überhaupt nicht vorstellen. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass hinter den Kulissen insbesondere die beiden Hauptvermittler, nenne ich sie mal, Ägypten und auch Katar, mithilfe der USA, Anthony Blinken, der Außenminister, der erst gestern hier gewesen ist, dass man da versuchen wird, entweder eine neuerliche Feuerpause zu erreichen oder vielleicht unabhängig von den Kämpfen es zu schaffen, die restlichen Geiseln freizubekommen. Im Moment ist die Rede von noch mindestens 20 Frauen und 2 Kindern, die sich in den Händen der Hamas befinden sollen, abgesehen von den ca. 130 Männern, die ebenfalls noch in den Händen der Hamas sind. Aber wie gesagt, dass das heute passieren wird, da habe ich große, große Zweifel dran. Die israelische Seite sagt auch, es hat auch überhaupt keine Liste von Seiten der Hamas gegeben für den heutigen Tag. Seit vergangenen Freitag ist das ja so ein bisschen das Prozedere gewesen. In der Regel am Nachmittag, späten Nachmittag, allerspätestens in den frühen Morgenstunden hat die israelische Seite dann immer die Liste bekommen mit den Geiseln, die die Hamas freigeben will. Im Gegenzug hat die Hamas die Liste bekommen mit den palästinensischen Häftlingen, die in israelischen Gefängnissen sitzen und freigelassen werden sollen. Und eine solche Liste hat es eben in den letzten Stunden nicht gegeben. Tatjana, vielen Dank für diese aktuellen Informationen aus Israel. Wegen des Verdachts, einen Terroranschlag in der Weihnachtszeit geplant zu haben, hat es erneut eine Festnahme gegeben, diesmal ein 20-Jähriger in Niedersachsen. Er hatte wohl angekündigt, dass er Anschläge verüben will. Das bestätigt auch Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens am gestrigen Donnerstag im NDR Niedersachsen. Der Verdächtige, der soll aus dem Irak stammen, ist auch bereits am 21. November in Helmstedt festgenommen worden. Ja, das ist eine Häufung dieser Fälle, die wir jetzt sehen in den letzten Tagen. Denn auch in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg waren zuvor 2 Jugendliche festgenommen worden, die offenbar mit dem IS sympathisieren. Die beiden hatten wohl geplant oder sich zumindest in Chats darüber ausgetauscht, auf einem Weihnachtsmarkt in Leverkusen einen Kleinlaster explodieren zu lassen. Der Christkindchenmarkt im Herzen von Leverkusen. Mehr als 50 Stände laden hier zum vorweihnachtlichen Glühweintrinken und Bratwurstessen ein. Diese friedliche Idylle hätte Schauplatz eines Terroranschlags werden können. 2 minderjährige Islamisten, 15 und 16, wollten offenbar Anfang Dezember ein Attentat auf einen Leverkusener Weihnachtsmarkt verüben. Viele Besucher sind verunsichert. Man hat das nicht mehr so bewusst im Kopf gehabt, dass das tatsächlich passieren kann. Und schon gar nicht hier bei uns in Leverkusen. Irgendwie denkt man, man ist immer sicher, aber anscheinend ist man es nicht. Ich habe ein gutes Gefühl. Was mich nur stört, dass halt wieder am Eingang hinten nichts ist. Also da könnte wieder einer reinfahren, wenn er will.
Durch den Tipp eines ausländischen Geheimdienstes werden die Behörden auf die beiden jugendlichen Extremisten aufmerksam, bevor die ihren Terrorplan in die Tat umsetzen können. Dazu sollen die beiden verabredet haben, einen kleinen Laster mittels Brennstoffen zur Explosion zu bringen, um damit Besucher dieses Weihnachtsmarktes zu töten. Den 15-jährigen Deutsch-Afghanen aus Leverkusen nimmt die Polizei auf dem Weg zur Schule fest. Bei dem 16-jährigen aus Wittstock in Brandenburg mit tschetschenischen Wurzeln finden die Beamten ein Messer. Der Verfassungsschutz warnt, bei potenziellen Attentätern handle es sich immer häufiger um Minderjährige. Diese neue Generation sei weniger ideologisch gefestigt, dafür aber aktionsorientierter, sprich gewaltbereiter. Statt nur Hasspredigern in Moscheen zuzuhören, schmieden sie selbst Angriffspläne. Diese jüngeren Menschen sind halt ideologisch nicht so firm. Sie kennen den Islam oder den verfälschten Islam kaum. Sie kennen die großen dschihadistischen Ideologen und Texte nicht, sondern bauen sich nach dem Baukastenmodell selber ihre radikale und extremistische Weltsicht zusammen. Vor allem auf Social-Media-Plattformen wie TikTok radikalisieren sich jugendliche Islamisten und müssen oft noch nicht einmal schwere rechtliche Konsequenzen fürchten, sagt Islamwissenschaftler Ralf Gadban. Wenn man als Minderjährige handelt, da ist die Strafe gering und lächerlich. Also vor allem, wenn jemand zum ersten Mal handelt. Derzeit gäbe es keine akuten Hinweise auf eine weitere Gefahr, heißt es von Leverkusens Bürgermeister. Doch die Weihnachtsmärkte werde man weiter im Blick behalten. Ja, wie geht's eigentlich weiter mit den Staatsfinanzen? Noch eine bisschen ungeklärte Frage. Der Bundestag, der befasst sich zumindest heute erstmal mit dem Nachtragshaushalt für das noch laufende Jahr 2023. Die Unruhe ist ja entstanden wegen des Karlsruher Haushaltsurteils, was entsprechend die Geldpolitik der Bundesregierung also von dem Kopf auf die Füße gestellt hat. So sollen nun also für dieses Jahr Kredite über rund 45 Milliarden Euro nachträglich juristisch abgesichert werden. Die Bundesregierung hat dieses Geld größtenteils bereits ausgegeben, und zwar für die Energiepreisbremse. Naja, und weg ist weg. Also muss man da irgendwie versuchen, das rechtlich tatsächlich wasserdicht zu machen. Nach Angaben von SPD-Chefin Esken will die Ampelkoalition den Zeitplan für die Verabschiedung des Bundeshaushalts fürs kommende Jahr dann in Kürze festlegen. Das wird in der kommenden Woche zu klären sein. Das sagte Esken zumindest im ZDF. Laut Finanzminister fehlen ja aktuell noch immer 17 Milliarden Euro. Das Wetter, es wird kühler, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Erkältungszeit in vollem Gange. Die Krankmeldungen in Deutschland, die steuern wohl auf einen Rekordhoch zu, heißt es. Die Krankenkassen registrieren zurzeit einen überdurchschnittlich hohen Krankenstand. Dieser lag im dritten Quartal mit 5% über dem bereits sehr hohen Niveau von 4,7% im Vorjahreszeitraum. Personalausfall sei besonders im Bildungswesen ein großes Problem. Bildungspolitiker, die warnen deswegen schon vor Schulschließungen und fordern, dass Lehrpläne und auch Unterrichtsvorbereitungen digital hinterlegt werden. So könne man dann einen entsprechenden Leerlauf verhindern, wenn eine Lehrkraft krankheitsbedingt mal ausfällt. Uns zugeschaltet ist Dr. Martin Karsten, er ist Kinderarzt. Wie akut, wie schlimm sieht es denn aktuell aus, was diese Welle, möglicherweise eine Doppelwelle aus Grippe und Corona vielleicht, wie sieht es da aus aktuell? Also aktuell haben wir es mit vielen Infektionskrankheiten natürlich bei den Kindern zu tun. Kinder sind natürlich immer die Treiber der Pandemie. Also gerade bei Kindern haben wir ja jetzt Rekordzahlen wie quasi im letzten Jahr zu sehen. Aber man muss ein bisschen zur Beruhigung sagen, noch handelt es sich um harmlose Rhinoviren. Also das sind normale Infekte. Coronaviren sind die zweithäufigsten Keime. Aber das sind alles bei Kindern keine schwerkranken Kinder. Also ich glaube, das ist eigentlich im Griff. Also wir haben weder auf Intensivstationen noch in Krankenhäusern Fälle wie im letzten Jahr, wo ja diese RS-Welle, dass Kinder wirklich Luftnot und Atemnot hatten. Natürlich ist es immer so in den Schulen, dass natürlich auch die Lehrer bzw. in den Kitas die Erzieher erkranken. Aber ich glaube, es ist überhaupt nicht an der Zeit, über Schulschließungen oder Kitaschließungen zu reden. Wir wissen alle, dass da die Kollateralschaden in den Corona-Zeiten deutlich schlimmer waren als der Effekt davon. Also auch wenn es sicher einen kleinen Effekt haben würde, aber das sollte auf keinen Fall in Erwägung gezogen werden. Und ich glaube, die Schulen müssen sich da eben auch überlegen, wie sie Klassen zusammenlegen oder Notfallpläne machen. Das ist sicher möglich. Kita-Schließen hat natürlich auch total soziale Folgen für die Eltern. Also so effektiv das ist und dass die Kinder dann natürlich nicht so erkranken. Aber das ist, glaube ich, eigentlich ein ganz falscher Moment, darüber zu reden.
Man sollte normale Hygienemaßnahmen einleiten. Man sollte ordentlich lüften in der Schule, die Hände waschen und sicher allen Eltern sagen, auch in der Privatzeit jetzt zu viel Gruppenansammlung, also zusätzliche Aktivitäten vermeiden. Und dann kommen die Kinder über den Winter. Und wissen Sie, was jetzt ist, kennen wir immer. Das war auch in der Vorpandemiezeit. Eigentlich ist es für den Kinderarzt überhaupt nichts Besonderes. Die erste große Infektwelle ist immer vor Weihnachten, wenn es wie im letzten Jahr gar echte Grippe oder RSV ist, sind die Kinder schwer krank. Das ist zum Glück dieses Jahr noch nicht so. Naja, die Grippewelle, die wird also sicherlich auch entsprechend noch kommen. Es gibt nun auch die Krankenhäuser, die schon sagen, zumindest liebe Ältere, liebe Risikogruppen, bitte impft euch. Würden Sie sowas für Kinder oder zumindest auch für Lehrpersonal auch empfehlen, wenn Sie eigentlich sagen, gerade Kinder sind die Treiber solcher Pandemien? Auf alle Fälle sollten sich Lehrkräfte und Erzieher impfen. Und wir wissen ja von anderen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien gab es seit 2014 eine große Impfempfehlung, staatlich geregelt, dass alle Kinder geimpft werden. Und wenn die Kinder gegen Grippe geimpft werden, sind oft enorm auch die Erwachsenen geschützt. Also wir würden das richtig runterdämmen. Denn gerade was zum Glück ja bei Corona nicht der Fall war, wo Kinder die Treiber der Pandemie sind, das ist eben bei Grippe der Fall. Also auf alle Fälle sollten sich jetzt Erzieher und Lehrer noch gegen Grippe impfen. Grippe hat hier in Deutschland bekanntlich einen schlechten Ruf, aber das ist wirklich falsch. Also Grippeimpfung ist eine hocheffektive Maßnahme. Und wenn wir auch unsere Kinder gegen Grippe impfen, schützen wir damit auch die Erwachsenen. Und wir verhindern diesen enormen Krankenstand. Also das ist sicher noch nicht zu spät, dazu jetzt aufzurufen. Na gut, Herr Kastner, gibt es ja viele Menschen, die haben was gegen Spritzen. Aber kann man denn präventiv irgendetwas tun? Statt der Apfelsaftschorle zum Beispiel jetzt jeden Tag für die lieben Kleinen mal so einen richtig herzhaften Ingwertee vielleicht? Oder gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dass man sie abhärtet, kalt duschen zum Beispiel? Also es gibt sicher die sogenannten, was Sie nennen, rubrierenden Maßnahmen. Also vernünftig ernähren ist wichtig, viel Obst essen, viel Gemüse essen, viel mit den Kindern rausgehen. Also man sollte auch die Kitas immer aufrufen, trotz dem Wetter rausgehen. Erkältung hat eigentlich nichts mit Kälte zu tun. Also die Kinder draußen spielen lassen. Es gibt ja auch die Waldkitas, wo die Kinder draußen sind und dann deutlich weniger krank werden. Immer wieder lüften, frische Luft schadet keinem. Die Eltern sollten eben versuchen, dass die Kinder auch rauchfrei groß werden, also möglichst wenig Nikotin nehmen. Erwachsene sollten trotz dem Wetter viel Sport treiben. Also wie gesagt, alle Aktivitäten draußen machen. Man muss sich immer überlegen, muss man jetzt zu vielen Massenveranstaltungen gehen, wo sicher Keime sich bestens verbreitet werden. Also gesund leben ist sicher das Entscheidende. Die Maßnahmen schlechthin, ob bestimmte Vitamine zu sich nehmen. Es ist sicher ein Sammelsurium von vielen. Aber was man gelernt hat, gut Hände waschen, lüften, Sport treiben, gesund leben, sich es gut gehen lassen, ausreichend schlafen, das sind sicher alles Maßnahmen, wo wir verhindern, dass sich die Grippewelle unter den Kindern ausbreitet. Und was ich immer auch sage, wichtig ist, so wichtig Großeltern sind, aber wenn die Kinder wirklich krank sind, Grippe haben, sollte man sich vielleicht nicht mit der ungeimpften Großmutter treffen, weil dann die Kinder natürlich die Krankheiten ja relativ gut wegstecken. Bei Kindern haben wir es ja zum Glück mit selbstlimitierenden Erkrankungen zu tun, die selten zu schweren Komplikationen kommen. Aber wie gesagt, alte Leute bleiben bei Grippe gefährdet. Und darum, wenn wir unsere Kinder schützen mit Hygienemaßnahmen bzw. impfen, schützen wir damit auch die alten Leute und auch die Kinder, die Erzieher. Aber was ich immer sage, gerade auch für Leute, die im Gesundheitssystem arbeiten, mit Kindern arbeiten, ist eben auch Grippeimpfung eine hocheffektive Maßnahme und es verhindert Ausfälle. Und damit ist es auch ein Beitrag dazu, dass man überhaupt nicht erwägen muss, Kitas oder Schulen zu schließen. Sagt Dr. Martin Kasten, Kinderarzt. Recht vielen Dank, Herr Kasten, für das Gespräch. Ja. Dankeschön. Und unser Blick geht in die Ukraine. Bei neuen russischen Luftangriffen auf Städte und Dörfer dort sind laut Angaben der entsprechenden Behörden mindestens 5 Menschen getötet worden. Unter anderem schlugen Raketen in den Gebieten Cherson und Donetsk ein. Angegriffen wurden aber auch Städte in der Industrieregion Donbass. Heftige Kämpfe toben außerdem um die Stadt Avdiivka. Seit Wochen versuchen russische Truppen, die inzwischen weitgehend zerstörte Industriestadt einzunehmen. Und wir schauen nach Moskau zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Christoph, also mehrere Angriffe hat es wieder gegeben seitens der Russen auf ukrainische Städte. Wo stehen wir dort aktuell, auch im Hinblick auf die Offensiven?
Also ich denke, es macht am heutigen Tag keinen Sinn, all die Orte wieder aufzuzählen, die wir schon die ganzen letzten Tage und Wochen besprochen haben, weil es einfach keine signifikante Veränderung gibt an den meisten Frontabschnitten. Man kann es nicht oft betonen, es ist ein zermürbender Stellungskrieg. Einen Ort würde ich vielleicht trotzdem kurz nennen, und das ist Avdijewka, dieser Halbkessel in der Provinz Donetsk, unweit der gleichnamigen Regionalhauptstadt, vielleicht 13, 14 Kilometer nordwestlich. Da zieht sich ja langsam die Schlinge um die Ukrainer zu, und da scheinen die russischen Truppen kleinere Erfolge erzielt zu haben. Ich habe mir das einmal angeguckt auf einer sehr interessanten Landkarte, die heißt Live UA Map. Und da gibt es so eine Funktion, dass man die Entfernung messen kann. Und dieser Halbkessel, der Eingang da hinein, der ist nur noch 6,5 Kilometer breit laut dieser Landkarte, die sich in den USA befindet, also zumindest die Zentrale dieser Landkarte. Und die Tiefe dieses Kessels, die ist rund 10 Kilometer vielleicht, 9,8 Kilometer. So ungefähr ist die Größenordnung. Und den Russen ist es da gelungen, eben den Eingang in den Halbkessel zu verkleinern. Und es ist eine sehr verlustreiche Schlacht. Und die Ukrainer wollen unbedingt verhindern, Avdijewka zu verlieren, senden deswegen immer neue Verstärkung da rein, um den Russen die Stirn zu bieten. Und ich habe das auch schon öfter erwähnt, Zelensky will einfach einen PR-GAU verhindern. Er will ein zweites Bachmut verhindern. Im Mai haben die Wagner-Söldner ja Bachmut für die Russen erobert. Das würde die ukrainischen Truppen demoralisieren. Das wäre ein Schlag auch für die Moral der ukrainischen Bevölkerung. Und deswegen wird da um Avdijewka so heftig gekämpft und so verlustreich für beide Seiten. Und noch eine letzte Information. Ein sehr wichtiger russischer Blogger, Michael Swintschuk, der Chef des Nachrichtenportals Ribar, hat dazu aufgerufen, jetzt in seinem jüngsten Post, auf keinen Fall naiv zu sein und zu glauben, dass der Westen die Ukraine fallen lässt. Swintschuk argumentiert so, dass die Ukraine und diese ganzen Waffenlieferungen vor allem auch von Seiten der USA für die US-Waffenindustrie äußerst lukrativ sei, ein äußerst profitables Geschäft. Und da wird niemand das einfach so aufhören und fallen lassen. Und deswegen muss Russland einfach sich darüber bewusst sein, dass die Unterstützung weitergehen wird, solange der Westen aus der Ukraine auch nur einen Cent heraussaugen kann, so Michael Swintschuk. Und dieser Mann schlägt immer wieder Alarm, warnt davor, die Unterstützung oder die Kampfkraft der Ukraine auf die leichte Schulter zu nehmen. Und das war eben jetzt so seine jüngste Botschaft. Christoph, nun gibt es einen neuen Dokumentarfilm über Wladimir Putin, der nennt sich auf Deutsch Sein Krieg. Was ist das genau für ein Film und wie reagiert man in Russland darauf? Also diese Doku, diesen Dokumentarfilm hat ein kremlkritisches russisches Oppositionsmedium produziert. Dieses Medium heißt Projekt. Die meisten Journalisten, vielleicht sogar alle, befinden sich außerhalb Russlands, viele wohl auch in der Europäischen Union und in den USA. Diese Organisation, also dieses Medium Projekt, ist in Russland eine unerwünschte Organisation. Die Köpfe dieses Mediums sind hier allesamt stigmatisiert worden zu ausländischen Agenten. Und der Kreml lässt auch keine Chance aus, gegen diese Truppe, gegen diese Journalisten zu wettern. In diesem Film heißt es, dass die Schuld für den Krieg in der Ukraine allein bei Wladimir Putin liege. Putin habe 2013, 2014 die Maidan-Proteste provoziert, habe dann die Annexion der Krim im Frühjahr 2014 angekurbelt, bevor Viktor Janukowitsch zurückgetreten ist, also bevor der damalige ukrainische Präsident zurückgetreten ist am 22. Februar. Und dann habe Putin im Anschluss an die Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim den Krieg im Osten der Ukraine mit Hilfe bewaffneter Paramilitärs vom Zaun gebrochen. Das ist die Message dieses Filmes. Der Film hat auf YouTube innerhalb von 2 Tagen
2 Millionen Klicks eingespielt. Der Film ist auf Russisch und das zeigt uns schon, dass viele russischsprachige Menschen eben ein Bedürfnis haben nach alternativen Informationsquellen. In Russland selbst heißt es, dass das natürlich alles eine Lüge sei, dass der Westen den Krieg in der Ukraine vom Zaun gebrochen hat, die westliche Führungsmacht USA mit dem Ziel, Putin Russland zu schwächen. Und Wladimir Putin antworte nur auf eine Aggression und versuche, den Krieg, den der Westen eben initiiert hat, zu beenden. Das ist die russische Lesart und daran hat sich natürlich auch nichts geändert. Christoph, vielen Dank für deine Einordnung aus Moskau. Ja, das ist ein Tag, der im Zeichen auch des Klimagipfels steht, des Weltklimagipfels. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz ist auf dem Weg zur Weltklimakonferenz nach Dubai. Er ist auch nicht alleine unterwegs. Er hat sein halbes Kabinett auch mitgebracht. Hier sehen wir schon mal Live-Bilder dort auch. Flaggen von 196 Nationen. Die Konferenz ist auch mit so vielen Menschen bestückt wie noch nie in der Vergangenheit. Es geht natürlich ums Geld, aber auch um langfristige Einsparziele, auf die man sich einigen soll. Ja, problematisch ist nur, dass man ja eigentlich weiß, was zu tun ist. Und das weiß man nicht erst seit gestern, das weiß man schon seit vorgestern. Aber wie das immer dann so ist, dann wird der Finger gehoben und gestreckt. Und dann heißt es, ja, fangt ihr doch erst mal an. Weil das Problem dieser Klimakonferenz ist natürlich auch hier Einstimmigkeit vorausgesetzt. Und das wird äußerst, äußerst schwierig. Familienfoto gehört zu jedem Gipfel. Und hier sehen Sie es, die Damen und Herren, Staats- und Regierungschefs, die Aufstellung nehmen, um dann wenigstens ein freundliches Gesicht zum dramatischen Thema zu machen. Das Ganze geht wie viele Tage? 13, 17 Tage? Also so knapp 2 Wochen auf jeden Fall. Mhm. Und du hast es gesagt, ich glaube insgesamt 70.000 Menschen, die da versuchen, die Welt zu retten in den kommenden Tagen. Also zumindest die Beschlüsse zu fassen, um dann im Nachgang die Welt zu retten. Das halbe Kabinett Scholz samt Kanzler, Klimaschutzminister, Außenministerin, Entwicklungsministerin und Umweltministerin fliegt nach Dubai. Und offenbar sitzt das Geld locker. 100 Millionen Dollar gibt Schulze für vom Klimawandel besonders betroffene Länder aus, trotz veritabler Haushaltskrise zu Hause. Dieses Geld fehlt dann hier etwa für dringend nötige Sanierungen maroder Infrastruktur. Was genau mit diesem Geld passiert, unklar. Es wird dann eben gefeiert, dass große Länder wie Deutschland ein paar hundert Millionen geben, gelegentlich auch Milliarden in Fonds einzahlen für den Klimaschutz. Es ist dann aber bei Einzahlung nicht klar, was mit dem Geld passiert, auch jetzt nicht. Klotzen statt Kleckern, also offenbar die Devise in Dubai. 70.000 Delegierte, Aktivisten, Lobbyisten, zu groß, zu aufgebläht und gewohnt dramatisch auch die Tonalität des UN-Generalsekretärs. Wir leben in einem Klimakollaps in Echtzeit und die Auswirkungen sind katastrophal. Die Dinge verändern sich so schnell, dass wir schon einen Monat vor dem Ende des Jahres erklären können, dass dieses Jahr als das heißeste in die Geschichte der Menschheit einzieht. Deutschland möchte Klimavorreiter sein. Der Klimaclub der 19 engagiertesten Länder, Scholz Idee, nimmt heute seine Arbeit auf. Während China und Indien ihre CO2-Emissionen hochtreiben, ist das wirklich sinnvoll? Unser Hauptwettbewerber in der Industrie ist China. Die müssen gar nichts machen, sondern die dürfen noch 50% draufsetzen. Das heißt, alles, was wir hier tun, ist wirklich vergebene Liebesmühe. Und ich habe bis jetzt nicht den Eindruck, dass Frau Schulze oder irgendein Vertreter der 250 starken Delegation, die da jetzt hinfährt, das Thema überhaupt mal adressiert haben. Mit einem Eklat geht der erste Tag in Dubai zu Ende. In seiner Eröffnungsrede bat Ägyptens Außenminister Shukri um eine Schweigeminute für die Opfer in Gaza. Die Terroropfer in Israel wurden nicht erwähnt. Und zugeschaltet ist uns nun der Klimaforscher Professor Mujib Latif. Einen schönen guten Morgen, Herr Latif. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben ja im Vorfeld schon deutlich gemacht, dass Sie eigentlich nicht sonderlich große Erwartungen an diese Mammutveranstaltung dort in Dubai haben. Aber was müsste denn jetzt eigentlich passieren, auch angesichts der Situation, die wir im Punkto Klima momentan haben? Die Welt müsste ein klares Bekenntnis abgeben zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, insbesondere zum Ausstieg aus der Kohle. Und solange das nicht passiert und solange das dann auch nicht umgesetzt wird,
kommen wir letzten Endes beim Klimaschutz eigentlich überhaupt nicht voran. Wir dürfen nicht vergessen, dieses Jahr wird das Jahr mit den historisch höchsten CO2-Emissionen sein. Das heißt, wir bewegen uns immer noch in die falsche Richtung. Aber die Gründe, die Ursachen dafür. Wir wissen, Kohle, Gas, Öl muss weg. Am besten schon gestern. Nun gut, wenn nicht gestern, dann heute. Morgen ist es zu spät. Alle wissen das. Woran scheitert denn die Einsicht ins Machen, Herr Latif? Ja, es sind vor allen Dingen die kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen. Gerade der Länder, die jetzt auf den Reserven der fossilen Brennstoffe sitzen, also die arabischen Länder beispielsweise, aber auch Australien hat sehr viel Kohle, Russland hat sehr viele fossile Brennstoffe und das sind all die Länder, die da blockieren. Und insofern ist eben die große Herausforderung, diese Länder mit ins Boot zu bekommen. Aber das wird nicht irgendwie zum Nulltarif möglich sein, sondern wir müssen Geschäftsmodelle finden, wo wirklich beide Seiten profitieren. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, wenn wir Saudi-Arabien nehmen. Ja, Saudi-Arabien hat Wüste ohne Ende, könnte also sehr viel Sonnenenergie, sehr viel Windenergie nutzen, um grünen Wasserstoff zu erzeugen. Und wenn wir den grünen Wasserstoff abkaufen, dann haben sozusagen beide Seiten was davon. Die Saudis haben nach wie vor ein gutes Geschäftsmodell und wir brauchen eben die Energie und haben dann eben auch saubere Energie, die wir von denen beziehen können. Ist das vielleicht auch eine Frage der Kommunikation? Denn zumindest in Deutschland haben wir ja momentan ein großes Problem damit, die Bevölkerung überhaupt noch mitzunehmen. Die meisten, die winken ja schon ab, wenn sie nur Klima hören und sagen, wieso, ist doch nicht mein Problem. Müsste man da anders kommunizieren? Sie sprechen das ja an. Also ich meine, Einnahmequellen, Wirtschaftlichkeit, die USA, die haben ja da eigentlich einen anderen Kurs eingeschlagen. Ja, genau, ist völlig richtig. Das Wort Klimaschutz ist schon fast ein wenig verbrannt, muss man sagen. Es geht um viel mehr als um Klima. Es geht um Zukunftsfähigkeit. Und Sie haben es ja gerade angesprochen, der Wettbewerb um die Transformation der Wirtschaft hat ja schon längst begonnen. Die USA pumpen Milliarden und Abermilliarden Dollar in den Umbau der Weltwirtschaft. Und die erneuerbaren Energien sind nun mal die Zukunftstechnologie. Und wer da nicht vorne auf der Lokomotive sitzt, der wird eben auch wirtschaftlich den Anschluss verlieren. Und dann am Ende auch seinen Wohlstand verlieren. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder deutlich machen. Das ist doch hier kein Selbstzweck, ja, sondern Klimaschutz ist wichtig, aber es geht hier tatsächlich auch um die Sicherung von Arbeitsplätzen. Gerade die Automobilindustrie bekommt es auch gerade zu spüren. Ja, da waren wir wieder zu spät bei der Elektromobilität. Und jetzt ist tatsächlich die Panik groß. Schafft Deutschland da nochmal ranzukommen an die anderen Länder oder schafft Deutschland es nicht? Herr Latif, wenn mal abgesehen von der Automobilindustrie, wenn man mal den Blick fokussiert auf Deutschland, schöpfen wir unser Energiesparpotenzial, unser Klimaschutzpotenzial aus, ja oder nein? Nein, das tun wir natürlich nicht. Also man muss viele, viele Maßnahmen treffen. Es gibt nicht die eine Maßnahme, die jetzt wirklich die CO2-Emissionen bei uns in Deutschland drastisch senken würde. Aber um ein einziges Beispiel zu nennen, was ja auch nichts kosten würde, ist das Tempolimit. Ja, also es ist für mich völlig unverständlich, warum man so eine Maßnahme durchsetzt. Die spart ja nicht nur CO2, die spart auch für die Bürgerinnen und Bürger sehr viel Geld. Ja, wenn man das mal ausrechnet, das können also durchaus ein paar hundert Euro im Jahr sein, die man spart durch so ein Tempolimit. Ich persönlich habe übrigens mein eigenes Tempolimit. Ich fahre nur 100 auf der Autobahn. Und insofern gibt es hier noch ganz, ganz viele Dinge, die wir tun können. Die tun auch nicht weh. Und am Ende des Tages sind sie einfach nur nützlich. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung anlässlich des Gipfels, der also heute wirklich dann auch mit den Staats- und Regierungschefs in Dubai weitergeht. Danke, Herr Latif. Sehr gern. So, wir sind beim Wetter, Wochenendwetter. Ich glaube, Schlitten kann man rausholen, Ski auch. Alles, was vom Prinzip als gleitbarer Untersatz gilt, oder? Tablette, doch. Teller. Tablette. Ich dachte eben gerade auch an eine Plastiktüte oder so. Das auch haben wir früher so gemacht. Aber ja, das ist noch eine Vorsicht. Nicht dieses Thema aufmachen. Ja, wir sind auch auf Plastiktüten gerodelt, ja.
Wir schauen mal, wo man rodeln kann. Ja, ist besser. Alle, das Wetter. In Süddeutschland erwarten wir heute eine gefährliche Glatteislage. Bitte bleiben Sie vorsichtig. Passend zum ersten Adventswochenende stehen die Zeichen immer noch auf Winter. Eiskalte Luft strömt aus dem hohen Norden zu uns, bis nach Frankreich und weiter nach Spanien und Portugal. Es gibt aber auch eine Gegenströmung, nämlich warme Luftmassen, die über Italien bis in die Alpenländer zieht. Und wo sich die beiden Luftmassen treffen, also gerade im Alpenland, dort schneit es heute am ergiebigsten. Die stärksten Niederschläge ziehen heute also einmal durchs Alpenvorland, aber auch über die östlichen Berge. Hier schneit es ganz besonders stark. Bitte bleiben Sie also vorsichtig. Im Süden droht heute gefährliche Glätte. Eine Ursache ist der regionale Glatteisregen. Später kommt dann mit dem Schnee auch noch Schneeglätte dazu. Bitte bleiben Sie also besonders vorsichtig. Etwas ruhiger ist es dagegen im Osten. Dort ist der Himmel einfach nur bedeckt. Und Sonnenschein gibt es auch, nämlich von den Küsten bis nach Nordrhein-Westfalen. Berlin ist heute Deutschlands Kältekammer mit -3 Grad. Und auch sonst bleibt es im Norden und Osten leicht dauerfrostig. Etwas milder ist es von Köln bis zum Alpenrand. Immerhin haben wir hier Werte über 0. Und auch am Wochenende bleibt uns Schnee und Glätte erhalten. Am ersten Advent bleibt es vielerorts trocken. Übrigens sind das sehr gute Bedingungen für Wintersport in den Bergen. Nachts ist es weiterhin bitterkalt, tagsüber häufig dauerfrostig. Maximal 2-3 Grad bekommen wir.